So, hervorragend. Dann schmeiße ich erstmal den ganzen Stuff ins Lootloch. Das hier, das hier, das, das, das. Weg damit. Ah nein, die Schwaden noch nicht. Ja, komm, dann hole ich mir neu. Die Schwaden brauchen wir natürlich für die ein oder andere Fackel, ne? Die Schwaden, die da oben sind, die sind jetzt ein bisschen zu schwer zu erreichen. Nehmen wir einfach 10 neue raus. Ganz ehrlich, wir haben noch so viele. Und die Spitzhacke ist fast down. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Oh! Ey, ich glaube, das war keine gute Idee mit den... Oh, shit. Das sind, glaube ich, zu viele Asquids gewesen. Da, seht euch das an, wie das ableckt. Oh, Mann. Ich glaube, wir müssen wieder unser Schlachtermesser zücken und ein paar Wölfe klatschen. Die werden ja, glaube ich, von den Asquids ersetzt, ne? Ja, so geht's nicht. Aber wie auch immer, erst einmal gute Nacht. Guten Morgen. Oh, Verzeihung, da habe ich mich doch noch kurz räuspern müssen. Normalerweise mache ich das immer genau dann, wenn ich die Sachen rausschneide. So, ich mache mal kurz hier das Lämpchen an und wir müssen leider ein paar Wölfis dezimieren. Die sind zwar wahnsinnig cute, das wisst ihr ja bereits, aber sie sind obsolet. Wir werden jetzt ersetzt durch bessere Krieger. So, der hier hat Leben verloren. Ich würde sagen, die Wölfe, die volles Leben haben, bleiben dann. Ne? Dann ich würde nicht alle vernichten. So, du bist auch fast down. Zack. So. Außerdem, das hier reiße ich mal ab. Ne? Ihr habt bestimmt noch weitere Eggs gelegt. Ja, das war's dann aber auch jetzt. Hier ist noch einer geschlüpft. Ich mach mal hier alles weg. So, so, so. Und der Rest müsste dann von alleine einkrachen, ne? Ach ja, natürlich. Die Kiste hier genauso. Und den Sattel habe ich auch dabei. Sehr gut. So. Und so. Und hier nochmal. Na komm. Zack. Sehr gut. Ja, da beschleunige ich das mal ein bisschen. Und ich würde auch tatsächlich einen von den beiden hier mal weglocken, damit die nicht weiter Kinder produzieren. Oh, nein. Das geliebt dich. Das ist natürlich cute. So, lass mich drauf. Sattel benutzen. Und hier lang. So. Ja, ich schick ihn mal hier in die Ecke. So. Ne? Vielen Dank für die Massenproduktion von Babys. Das habe ich gebraucht. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt. Und bei den Wölfen schaue ich mal. Der hat auch Leben verloren. Gut möglich, dass alle Leben verloren haben, ne? Wir müssen noch alle sterben. Oh Mann. So. Boah, der ist fast down. So. Das da kracht weiter ein. Hier ist noch ein Ei. Ja gut, das kann noch brüten. Und hier ist noch eins, das brütet. Gut, das war's dann aber auch, ne? Sehr gut. Er, beziehungsweise sie, ist auch wieder hungrig. Hm, den Sattel. Mach mal hier. Das hier mal kurz so. So. Haben wir das hinter uns. Und den mache ich weg, sobald die gebrütet sind, ne? Obwohl, warte mal. Hier drüber ist doch eine Flamme. Ich probiere mal was aus. Wenn ich das hier entferne. So. Und ich lege das genau hier drunter, unter dieses Ding. Ist das dann warm? Also ist das dann dicht genug an der Wärmequelle? Ich hoffe ja. Nee, ne? Doch. Ja. Sehr gut, okay. Dann schmeiße ich das Holz hier mal kurz hin. Nehme das Ei auch und schmeiße es daneben. So. Ne, weil hier drüber ist ja die Schale vom Uralten, ne? Ihr wisst schon. So, aber wir müssen leider weiter Wölfe dezimieren, denn ansonsten wird das hier nichts mit unserer Framerate. Ja, die sind alle verletzt. Hm, ja, komm. Es sind trotzdem zu viele. Ich kann ja nicht anders. So. Oh, Gott sei Dank, der Regen hört auf. Das ist ebenfalls gut für die Framerate. So, der hier... Den lasse ich. Gut. Ja, da laufen Schlüpflinge rum und ausgewachsene Viechers. Das freut mich natürlich. Er hat wahrscheinlich einen Feind entdeckt, wa? Nö. Der möchte einfach nur gerne
sich am Stein reibt. Sag mal. Es hat da kein Weibchen mehr, ne? Oder kein Männchen mehr. Und dann... Na gut. Muss er wissen. Gut, dann gucke ich nochmal hier, ob hier noch Wölfis sind. Aber ich glaube, das war's, ne? Hier ist noch einer. Tut mir leid, Cutie. Aber vielen Dank für deine Dienste. Sei mit deinem Fleisch und deinem Fell. Oh Mann. Gut. Nochmal durch den Hain. Da haben sie sich bestimmt auch noch einige versteckt. Oh, hier sehe ich Asquins. So. Loki. Loki. Moment. Aha. So. Und da ist noch einer. Das ist auf jeden Fall nicht den, den ich am Leben lassen wollte, ne? Der ist da hinten irgendwo. Der hatte deutlich mehr Leib. So. Hör damit. Und dann nochmal hier so durch. Weil jeder einzelne Wolf weniger ist besser für die Performance. Oh, Alter, man sieht hier nichts. So, aber das war's, ne? Ich glaube, das war's allmählich. Ein Wolf läuft jetzt noch rum. Und natürlich Schnuffi und Flauschi, ne? Stimmt. Ich habe überlegt. Die haben noch ein Ei gelegt. Hä? Hungrig? Hungrig. Wieso haben die hier dann ein Ei gelegt? Was haben die denn gefressen? Hm. Das ist ja seltsam. Wir haben hier einen Straußenfaden. Ja, das schmeiße ich hier mal hin. Das kannst du gerne essen. Bringt ja nichts, wenn nur einer was isst. Macht er auch direkt, ne? Ja. Ach so, ein Süßi. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück, ne? Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Aber hier sind ja nochmal welche. Soll ich den auch noch ausbrüten? Komm. Das ist dann der letzte. Oh, zu kalt? Doch zu kalt. Aha. Gut. Dann muss ich wohl leider doch hier nochmal kurz. Schwerer Bau. So und so und so. Achso. Hä? Grausten? Hä? Ach so. Weil ich hier raufgegangen bin, stand da Grausten. Ich habe mich gerade schon gewundert. Gut. Habe ich genug für ein Lagerfeuer? Jo. Gut. Dann her mit dem Hut. Und hindurch. So, dann schleppen wir uns mal rüber. Und schmeißen sämtlichen Loot runter. Sehr gut. Oh, Altar. Sehe ich gerade. Da habe ich noch das X, ne? Ja. Weg damit. Gut. Und dann... den Sattel packe ich unten rein. Der kommt hier hin. Das packe ich zu Werkzeuge. Oh, ist das viel... Wolf-Stuff. Oh, nee, Alter. Können wir doch sowas von wieder hochbringen. Gut. Aber wie dem auch sei, wir haben 10 Schwaden. Ich glaube, der Rest war noch drüben, ne? Dann können wir nämlich da weitermachen. Aber vorher würde ich erstmal die ganzen Sachen wieder verstauen. So. Und zwar hier. Den hier rein und den Sattel da rein. Sehr gut. Ja. Mhm, perfekt. Ja, dann haben wir noch 2 Trophäen. Oh, die habe ich übersehen. Die schmeiße ich mal hier rein. Nein, ist voll. Gut. Dann muss ich die kurz hochbringen. So, hier hinten nämlich. Da haben wir ja, glaube ich, schon mehr als genug. 20, 20, 20. Ja, hier ist nochmal. Ja, ich schmeiße die da einfach rein. So, fertig. Und dann würde ich sagen, wir gehen wieder in die Mistlands und buddeln da unseren Tunnel weiter. Ich weiß allerdings nicht genau, wie spät es mittlerweile ist. Ich glaube, wir sollten es Mittag haben ungefähr, ne? Ja, noch nicht mal. Wir haben es doch früh. Perfekt. Ja, dann hindurch und weitergemacht. So. Das Harz habe ich schon mitgenommen. Hier haben wir das... Ah, verdammt! Den Dingens. Das habe ich vergessen. Das hole ich mal eben. War ich gerade bei der Werkzeugkiste und habe nachgedacht, ob wir da was davon brauchen. Und habe mir gedacht, nö. Und lag damit falsch. Gut, dann nehmen wir hier Stein, Holz. Hier 12 Holz, passt schon. Und außerdem 2 Eisenbarren. So,
So. Und dann würde ich sagen, Moment. Stein haben wir ja drüben. Mehr brauchen wir nicht, ne? Zum Pflastern. Sehr gut. Ja, hindurch. So, jetzt aber. Und ich wollte außerdem erstmal extrahiert langsam. Ja gut, ich nehme es trotzdem schon mal. So. Und schmeiß es davor, damit er schön weiter produziert. Und ich würde sagen, hier versuche ich mal irgendwie die Schneise etwas größer zu machen. Also wegsamer, sag ich mal. So. Das hier ein bisschen nach unten. So. Und hier war, glaube ich, auch eine Stelle, wo wir nicht weiter runter konnten, ne? Das ist eigentlich ganz geil. Ich mach mal den hier nochmal weg. So. Ich sammle mal den Stein auf, damit der hier nicht so vor sich hin glänzt. Hier zum Beispiel ist eine Stelle, die wird schwierig. Da würde ich mal Herstellung, das hier. Machen wir hier irgendwo die Workbench hin. Völlig egal wo. So. Nee, doch nicht. Völlig egal wo. Da merke ich gerade, dass hier Weg ist. Dann baue ich sie mal hier hin. So. Und dann würde ich nämlich mal kurz ein wenig wieder aufschütten. Und zwar hier. So. So. Ja. Ich gehe hier mal lang. Hier ist wieder steil, ne? Ja, da, das meine ich. Hier müssen wir auch kurz ein bisschen hoch. Und hier auch. Dann kann es sein, dass es... Oh, halt! Das kann ich wieder glätten. Einmal. Vorsichtig. Ja, das sieht gut aus. Und wir kommen hier auch durch. Die Kante hier ist ein bisschen im Weg. Kann ich die weghauen, ohne dass ich... den Boden treffe? Ja, ne? Wenn ich hier hinhaue, sollte ich diese Kanten treffen. Sehr gut. Vorsichtig. Oh, ich könnte was zu essen vertragen. Das ist ein Argument. Ah, und wenn wir in den Mistland sind, haue ich mir auch direkt Mana Food wieder rein. So, der ist weg. Und den hier noch. Na komm. So. Der da ist okay. Ja, der Rest ist okay. So. Sehr gut. Und dann können wir mal den hier entfernen. Shit, stimmt. Ich habe nicht genug Holz mitgenommen, weil wir brauchen ja auch eine Dingens. Eine Workbench, eine normale. Da habe ich natürlich dran gedacht. Aber Moment, das kriegen wir schon gebacken. Ich würde mal hier einen Steinmetz hinbauen. So weit, wie es geht. Hier ist der Rand. Das heißt, wir könnten bis hierhin. Irgendwie so. Ich mach mal so. So. Und dann können wir das hier außerdem auch noch ein Stück nach unten buddeln. Hätte ich vielleicht danach machen sollen, ne? Gut. So und so. Das geht doch. So. Hier noch ein bisschen weg. Und hier. Und hier. Ich hoffe, die kracht jetzt sicher ein. Natürlich kracht sie ein. Gut. So, und hier. Schön smooth soll das sein. So. Dann nochmal hingebaut. Und hier würde ich sagen, machen wir dann mal ein wenig Pflaster. Weil hier haben wir es ja schon ruiniert. So. Immer auf der Höhe, wie unsere Füße sind, ne? Ich mache also mal so. 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 Und hier lang. Das hier ist mir ein bisschen zu dicht dran. Moment. Bevor wir hier pflastern, sollte ich erstmal Platz schaffen. So. Ne, dieser Knubbel, der ragt so in den Weg rein. So ist das besser. Die Kante da kann man lassen. Ja, die lasse ich. Gut. Dann gehe ich mal so weit rein, wie es geht. So. Da ist die Grenze, wie man sieht. Ich stelle mich mal so hin. Damit es hier ein bisschen abschüssiger ist. Aber ich merke schon, hier hört es dann auch auf. Wir müssen den Steinmetz also weiter herholen. Warte mal kurz. Nee, das finde ich doof. Hier ist so eine hässliche Kante. Das muss nach unten.
So. Und nochmal. Ach, nächster Stein jetzt ja outer range. So. So. Ja, so geht das. Ja. Und ich komme hier auch ohne Rennen hoch. Sehr gut. Dann hole ich mal kurz die Workbench von hier hinten. Brauche ich da selbstverständlich gleich wieder hin, aber die brauche ich mal kurz drüben. Oh, ups. Na klar. Die muss ich ja zuerst abreißen. So. Sind wir überladen oder was? Ja, vom Stein. Gut. Ja, da muss ich das kurz wegmachen. Ich glaube, ich muss zweimal rennen. Aber ich glaube, ich hatte da hinten auch Stein hingeworfen, ne? Mal gucken. Also, hier eine Workbench hin. Hä, warum ist das hier nicht möglich? Komm schon! Wie gerade muss denn die Landschaft sein? Willst du mich flachsen? So, also. Und dich baue ich direkt daneben. So, gut. Und dann nehmen wir den wieder raus. Ich hoffe, das reicht jetzt bis hier hinten weit genug rein. Nein! Reicht es nicht. Okay. 5. Das nochmal weg. Und weiter hier rangezogen. Irgendwo hier hin. Komm schon. Na, also da. So. Sehr gut. Dann hier. Und wir gehen ein wenig weiter rein. Und da war die Stelle, wo wir aufgehört haben. Ich stelle mich mal so hin. Zack. Stück nach unten. So, sehr gut. Das ist ja wunderschön. Wunderschön sieht das aus. Ich lasse es so. Gut. So, hier lang. So. Oh, kein Stein mehr, kein Problem. Wenn wir eins haben, dann das. Und hier hinten lag auch noch welches. Mehr als genug. 43. Ja, ich glaube, das sollte sogar reichen bis nach hinten. Auch voll cool hier mit dem Weg. Weil den werden wir gleich auch noch ausleuchten, ne? Da sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Hm, Moment, wo war die Wurzel? Hier hinten, ne? Schon doch ein kleines Stück. Vielleicht sind 10 Fackeln da ein bisschen wenig gedacht, aber mal gucken. Ich mach mal so. So. Nach unten. Hier lang. Und kein Steinmetz. Also weggebaut. Und hier hingebaut. Ah, ich stelle die mal so. Hä? Oh, das Eisen konnte ich wahrscheinlich nicht mitnehmen wegen Übergewicht. Ne? Übergewicht. Weil ich übergewichtig bin. Gut. So. Ja. Ja, so. Schön immer nach unten gucken. Und hier hätten wir es. So. Hier mache ich mal so eine Fläche hin. Ne? So ungefähr. Und hier bauen wir das Ding hin. Dafür brauche ich allerdings die Ressourcen von drüben. Heute habe ich für 4 mitgebracht. Und wir bauen einen. Sehr gut. Ich versuche mal hier schon mal ein paar Schwadenfackeln zu verteilen, ne? Das könnte ich schon mal tun. Eine hier hin. Dann eine hier so hin. Eine hier vorne. Hier so. Dann hier drin, dachte ich mir, irgendwo hier so auf dem Stein drauf oder so, wenn das geht. Aber natürlich darf der nicht zu steil sein, ne? Ansonsten könnte ich auch einfach hier so hin machen. Ja. Ja, das geht auch. Und dann noch einen hier. So. Ja. Sehr gut. Und hier hinten ist, glaube ich, irgendwie einer verloren gegangen, ne? Habe ich hier schon wieder hingebaut? Ja. Hier ist alles nebelfrei. Oh, es wird dunkel, ne? Ist aber schnell. Warte mal. So viel brauche ich nicht. Und davon auch nicht. Ja, ich glaube, das passt. Oh, wir sind immer noch überladen? Oh. Alter, wie viel diese Barren wiegen, ne? So, wir sind nicht mehr überladen. Perfekt. Habe ich denn überhaupt alles, was wir brauchen?
Ja. Sehr gut. Gut möglich, dass die Workbench so weit weg ist. Ist sie, ne? Ja. Dann baue ich die halt eben kurz hier hin. Und hier war mir doch... Hier ist mir doch noch ein bisschen zu viel... Hä? Ach, überladen. Hier ist mir doch ein bisschen zu viel Nebel noch. Ich glaube, da verteile ich auch noch ein paar. Damit, wenn die Feinde sind zum Beispiel, die dich einfach aus dem Nebel rausjumpen, ne? Ihr versteht schon. So, zack. Und... hierhin gebaut. Sehr gut. Ja, das... ja. Hätte ich da jetzt erstmal stehen lassen können. Lass ich auch erstmal. Und dann bauen wir eben noch Schwadenfackeln und dann gehen wir mal pennen, ne? Schon ein bisschen Angst allmählich. So, kann ich das hier oben irgendwo drauf bauen? Das wäre super nett. Hier. So. Dann hier hinten noch irgendwo. Wie viel haben wir denn noch? 4. Oh oh, Nachtmusik. So, und dann hier oben noch. So. Dann mal gucken. Hier noch. So, irgendwie. So. Da. Sieht mir das noch ein bisschen zu dangerous aus. Aber ich wüsste auch nicht, wo wir da oben noch einen platzieren sollen. Ne, sonst hängt hier so eine Wolkendecke da. So dicht an uns dran. Das finde ich irgendwie nicht so nice. Wir haben auch nur noch eine Schwadenfackel über. Dann lieber hier hin, ne? Boah, sieht das unheimlich aus. Aber es ist auch gerade Nacht. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ich baue mal hier noch eine hin. So. Hier oben liegt noch jede Menge Stein. Ja, aber der kann auch eigentlich despawnen. Viel wichtiger sind diese Sachen hier. Der weg. Und der weg. Und da nehme ich das auf. Schmeiße Stein weg. Hauptsache, wir haben die Sachen dabei. Ist es hier auch noch Stein, ne? Ja, ein Fuffi-Stack-Stein, gut. Oh! Oh oh! Nee, das kann ich so nicht lassen. Das stört mich ja jetzt schon. Na komm. Oh, nicht schon wieder. Komm schon. Ah, so ging's. So. Und dann muss ich hier doch nochmal kurz ein, da, diese Stelle hier, ausbessern. So. Gut. Und hier vielleicht auch nochmal. So. Und so. Und so. Ja. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Und dann den weg. Den weg. Und hier hinten wieder hingebaut natürlich. Lauf, lauf, lauf. Und die Extraktoren sammeln nicht mehr. So sei es. Hauptsache, wir haben hier maximal ausgeschöpft. Ja, ich würde einfach alles aufnehmen. Und dann sind wir halt überladen. So. Und so. Und hindurch. Okay, shit. Ich habe vergessen, die Workbench dahin zu stellen. Deswegen lege ich hier mal 10 Holz hin. Um mich daran zu erinnern. So. Hätte ich eigentlich bei der anderen auch lassen können. Ne, bei dem anderen Extraktor. Ich glaube auch, dass es so, was ich da gebaut habe, überhaupt nicht funktioniert. Weil die sind ja völlig schutzlos, ne? Wir können ja jetzt einfach, also... wenn da jetzt irgendwelche Feinde hingehen und die angreifen, wie, ne? Keine Ahnung, das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Und deswegen müsste da eigentlich auch eine Workbench sein, dass wir dann das Ding einfach immer wieder aufbauen können. Oh, es ist schon ein bisschen flüssiger geworden, ne? Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, dass wir die Wölfe dezimiert haben. Auch wenn ich sie natürlich cute finde und ein bisschen schade. Aber wenn das Spiel uns das nicht erlaubt, dann nicht. Gut, wie dem auch sei. Gute Nacht.